im Reich der exotischen Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass auch du heute wieder eingeschaltet hast. Vielleicht lohnt es sich für dich ja auch etwas heute mitzunehmen. Heute geht es um Johannisbrot. Und Johannisbrot, das ist das hier. Das sind die Samen bzw. die Fruchtstände von dem. Das kann man essen. Und dort sind sehr viele Samen drin, die wir heute gemeinsam wieder vorbereiten. Zur Aussaat in dem Sinne, wie wir es jetzt eigentlich allgemein machen, mit der Zewa bzw. in der Tütenmethode. So, das wird jetzt nicht so das Ding sein. Jetzt haben wir aber schon Johannisbrotbäumchen. Die hatten wir vor geraumer Zeit aus der Erde herausgeholt, weil sie nicht mehr wachsen wollten. Ich habe sie ins Wasser gestellt, um mal zu gucken, wie sie darauf reagieren. Wir haben ja bei der Mandarine erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Die Wurzeln gingen kaputt und das Wasser stank immer. Ich musste ständig wechseln. Und das gleiche Phänomen ist tatsächlich auch bei dem Johannisbrotbaum gegeben. Hier ist es nämlich genauso. Oh, das riecht leicht nach Jauche schon wieder. Das heißt also, ich müsste das Wasser schon wieder wechseln. Aber jetzt ist es so gegeben, dass tatsächlich auch Wachstum hier gegeben ist. Das heißt also, wir können sie heute dann dementsprechend auch gemeinsam einpflanzen, um sie weiter wachsen zu lassen in dem Sinne. Ja, es ist schon genial bei diesen Bäumchen, das, was wir erlebt haben bis jetzt. Das Wachstum ist sehr langsam, sehr verhalten, aber sie waren eigentlich ganz schön gewesen damals, bis es dann halt das irgendwie nicht mehr funktionierte. So, ja, ich würde sagen, ich spüle die mal eben sauber und dann schauen wir uns das etwas näher an, was sich hier jetzt schon gezeigt hat. Denn sie sind noch nicht tot. Sie sind noch nicht kaputt, also soweit haben wir dann doch ein bisschen Glück gehabt. Aber mir war das jetzt nicht so wichtig, ne? Weil ich habe noch Samen, welche heranzuziehen können wir dann jederzeit. Mir war es nur wichtig, jetzt zu erfahren, wie reagieren diese Pflanzen, wenn man sie aus der Erde holt, ins Wasser stellt. Es gibt ja Pflanzen, die machen dann, nicht wahr? Wurzeln wachsen einfach und andere Pflanzen eben nicht. Und um das zu erfahren, habe ich es dann einfach so gelassen. Aber auch hier hat sich tatsächlich gezeigt, es ist nicht optimal, es funktioniert nicht so gut. Man muss ständig das Wasser wechseln und von daher kommen sie heute dann tatsächlich ein mineralisches Substrat in diese Vulkatec-Kakteen-Erde, die wir verwenden, weil es einfach einfacher ist. So, ja, wir kommen zu dem einen oder anderen auch noch, was wir schon hier vorbereitet haben, denn dort hat sich auch wieder etwas gezeigt und das werden wir auch weiter voranbringen heute gemeinsam. Also man sieht schon, es bleibt auf jeden Fall interessant mit diesen Samen aus anderen Ländern, von den Früchten dementsprechend. Das ist schon cool. Und ganz kurz gesagt, bei der Mangostane, da hat sich noch nichts getan, aber es ist auch so, bei der dauert es lange, bis die Keimung anfängt. Ganz wichtig ist, dass der Samen halt frisch bleibt, erhalten bleibt in dem Sinne. Und bis jetzt funktioniert das ganz gut. Also da ist jetzt noch keine Veränderung, kein Wachstum zu sehen. Aber es kann durchaus 2 Monate oder sogar noch länger dauern, je nachdem. Das müssen wir halt beobachten, wann da sich tatsächlich mal was tut. Aber ich gehe davon aus, dass es funktionieren wird. Denn bisher ist der Samen nach wie vor frisch. Von daher, ja, lassen wir uns mal überraschen, wann es da losgeht. Bei den anderen Sachen ist ja überall schon was am Gange, außer bei dem Zimtapfel. Ja. Genau, bei dem Zimtapfel, dort dauert es auch scheinbar etwas länger. Aber auch da müssen wir natürlich abwarten, wie es da weitergeht. Wenn es dann gegeben ist, werde ich es euch zeigen. So, aber zunächst geht es heute um Johannisbrot. Um das Johannisbrot-Pflänzchen, Bäumchen in dem Sinne. Und von daher werden wir die heute mal gemeinsam weiter vorbereiten. Tja, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist jetzt der obere Bereich. Logischerweise nicht, oder? So, das ist die Spitze, die damals abgestorben war. Dann hat sich hier im Hintergrund, sieht man es vielleicht, dort hat sich ein Trieb entwickelt. Der hat aber aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt sind hier tatsächlich 2 Seitentriebe schon herausgewachsen. Also das hat dann doch funktioniert. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, denn das Wasser fängt schnell an zu gammeln. So sieht das jetzt aus. Wurzeln kann man so vielleicht noch nicht erkennen. Man sieht, das Ganze ist ein bisschen schmodderig. Ich mache es mal eben sauber und dann schauen wir mal, wie wir damit weiter vorgehen. Schauen wir uns ganz noch mal etwas näher an. Hier sehen wir jetzt den neuen Austrieb, der gegeben ist. Also interessanterweise ist das soweit schon mal okay. Dann schauen wir uns mal just den Wurzelbereich an. Das sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Also hier sieht man kein Wachstum. Ich ganz ehrlich bin, also jetzt nichts Frisches zu erkennen, das sind alles alte Wurzeln, zum Teil auch noch abgestorben, also hier ist jetzt nicht wirklich Wachstum zu erkennen. Nun ja, nichtsdestotrotz werden wir ihn gleich einpflanzen, dann schauen wir uns mal just die andere Pflanze an, das ist diese hier, hier sieht man jetzt noch ein bisschen Schleim dran, nicht wahr? Also es ist nicht so optimal im Wasser bei dem Johannisbrotbaum, das funktioniert nicht so gut. So, auch hier kann man jetzt nicht wirklich Wachstum erkennen, doch hier, da. Hier kann man das sehr schön sehen. Hier ist also Neuzuwachs tatsächlich einer Wurzel gegeben. Das ist also schon mal okay. Ja, also, ups, jetzt ist die eine runtergefallen. Okay, dann schauen wir uns mal den oberen Bereich an. Hier ist jetzt noch nicht wirklich Austrieb zu erkennen. So ein ganz kleines bisschen vielleicht.
Ja, doch, ein bisschen sieht man schon. Okay, wir werden beide Bäume zusammen einpflanzen, in der Hoffnung, dass sie dann gemeinsam weiter wachsen. Bevor ich jetzt hier umbaue, schauen wir uns dann ganz just nochmal die Samen an. So schauen sie aus. Sind reichhaltig enthalten hier drin. Also, ihr bekommt bei jeder Verdickung, die hier ist, ist also tatsächlich ein Samen drin. Ist also eine ganze Menge, die man hier aus einer Schote dann dementsprechend gewinnt. Sind sehr lecker, aber ist auch Geschmackssache. Der eine mag sie, der andere nicht, aber ist soweit eigentlich, ne, muss jeder für sich selber entscheiden. Also, ich mag sie, sind ziemlich lecker, finde ich. Allerdings sehr klebrig in dem Sinne und auch sehr süß. Sehr süß, wirklich. Also, ne? Schon ein Leckerchen auch für Mäuschen in dem Sinne. Das Johannesbrotbäumchen oder die beiden natürlich. So, ein Abgang haben wir. Unser Flammenbäumchen hat es nicht geschafft. Warum? Ich weiß es nicht. Ist halt so passiert. Das heißt, er kommt jetzt aus der Erde heraus hier. Das ist also nichts mehr zu erkennen. Auch nicht irgendwo, dass noch irgendwo ein bisschen was wachsen will oder so. Also der ist tatsächlich komplett hin. Der kann weg. Das heißt, ich werde das Substrat nochmal ein bisschen ausspülen. Und dann werden wir das wieder verwenden. Allerdings nicht heute, sondern erst später mal, wenn es dann wieder abgetrocknet ist, weil es dann einfacher in der Handhabung ist. Also werden wir es dann separat irgendwo reinpacken, wieder trocknen lassen. Und dann können wir das auf jeden Fall wieder verwenden. Allerdings spüle ich das einmal richtig kräftig durch mit Osmosewasser. Okay, den Topf werden wir wieder verwenden jetzt gleich. Und dann können wir jetzt die Johannesbrotbäumchen einpflanzen. Zu dem Flammenbaum, da müsste ich eigentlich noch Samen haben. Ich muss mal ein bisschen buddeln. Irgendwo habe ich die rumfliegen. Und dann werden wir die auf jeden Fall nochmal zur Aussaat bringen. Ne? Weil es dann jetzt ja wesentlich einfacher funktioniert, wie wir wissen. Okay. Ja, dann machen wir das jetzt ganz just zuerst. Das heißt, das mache ich just allein. Und schon geht es los. Ich habe den Topf jetzt sauber gespült und auch das Vlies hier, was hier unten drin war, habe ich sauber gespült mit heißem Wasser. Und das Ganze, ja, ist soweit okay. Also pflanzen wir sie jetzt ein. Das Vlies liegt unten drin ganz einfach, damit halt ja, ne, das Substrat hier unten nicht rausrieselt. Von daher ist das soweit schon mal ganz wichtig. So, dann nehmen wir jetzt die beiden Bäumchen. Jetzt haben sie sich verhakt hier, lol. Ich setze sie mal vorsichtig hier drauf. Mal gucken, ob das jetzt von der Höhe passt. Ja, ist soweit okay. Also sie dürfen wirklich in der Gemeinschaft hier wachsen. Die bleiben einfach zusammen hier. Sie waren von Anfang an zusammen und von daher ist das soweit okay. So, das war's. Fertig. So schnell kann es gehen, nicht wahr? Zack, zack, einmal sauber gemacht und schon wieder eingepflanzt. So, ja, das Ganze müssen wir angießen, ganz klarer Fall. Hier habe ich Leitungswasser drin. Das verwenden wir nicht, das heißt, hier muss man eben anderes Wasser holen. Dann kommen wir jetzt zum Durchspülen. Allerdings werde ich mir einen anderen Behälter nehmen, denn dann brauche ich nur einen mal sauber machen, nicht wahr? Ist das doch viel einfacher. Hier stand vorher die Maracuja drin, die wir durchgespült hatten. Man sieht also, hier kommt jede Menge Staub raus und von daher ist es doch schon von Vorteil, das Ganze ordentlich zu spülen, damit man später halt saubere Gefäße hat in dem Sinne. Das werden wir so kräftig durchspülen, das Ganze. Kennen wir zwar schon, aber ich zeige es dann trotzdem, damit wir das so mitnehmen können. Ist vielleicht nicht zwingend notwendig, aber besser ist es, weil, ne, Staub ist nie so gut. Von daher lassen wir das Ganze einfach richtig schön durchspülen hier und können es dann auf einen Untersetzer stellen. Und auf diesen Untersetzer, Moment, ja, wie mache ich das denn jetzt? Lol. Okay, pass mal auf. Ich nehme den jetzt einfach mal hier raus. Lassen Wasser ein bisschen durchlaufen noch. Und dann stellen wir den hier drauf. Und dann kommt hier jetzt noch ein bisschen Wasser unten rein, damit immer Wasser nach oben gesogen werden kann. Denn wir wissen ja auch, die Wurzeln liegen ziemlich weit oben. Und von daher ist das auf jeden Fall ratsam. Ohne Dünger, wohlgemerkt jetzt. Reines Osmosewasser. Dann kommen wir jetzt zur Vorbereitung der Samen von dem Johannesbrotbaum. Die habe ich hier jetzt schon mal draufgelegt. Nass sprühen. Dann klappen wir das einfach zusammen. Sprühen das nochmal ein bisschen ein. Und dann kommt das gleich in eine Tüte hinein. Das kennen wir ja schon. So, und das sind jetzt die Samen von heute Morgen, von dem ersten Film. Wer sich erinnert, das sind die Kapok-Samen. Jetzt habe ich allerdings Wasser drin und die Dinger schwimmen oben auf. Ich gebe es einfach mal drauf. So, pass mal auf. Geht ja auch, nicht wahr? Machen wir es nicht ganz so kompliziert. So, dann decken wir das Ganze auch zu. Lassen das gleich ein bisschen abtropfen hier, damit das nicht zu nass ist. Und dann schauen wir mal, wann sich hier etwas tut. Und wie gesagt, das Ganze kommt dann jetzt in eine Tüte. Also das ist jetzt zu nass hier. Da habe ich jetzt Blödsinn gemacht, ne? Okay, das muss ich jetzt mal just irgendwie ändern. Moment mal, machen wir das so. Nehmen wir einfach ein anderes Zebra nochmal. Oder zwei.
Da habe ich jetzt Blödsinn gemacht. Pass mal auf. Weil das ist wirklich zu nass. Das soll nicht pitschepatschen nass sein. Das ist dann nicht so gut. So, legen wir es einfach hier drauf, lassen das ein bisschen das Ganze wegsaugen. Jetzt sieht man natürlich nicht viel, nicht wahr? Und so, jetzt ist okay. Jetzt ist okay, jetzt tropft es nicht mehr. Und das packen wir jetzt tatsächlich in eine Tüte hinein. Genauso wie die auch hier. Die sind jetzt auch noch zu nass. Okay, lege ich die mal eben just an die Seite. Ja, das geht ganz gut. Das ist okay, nicht wahr? Also man missbaut, da muss man gucken, dass man das wieder gerade biegt. So, und das kommt, wie gesagt, jetzt in eine Tüte. So haben wir sie jetzt vorbereitet. Sie liegen jetzt hier in der Tüte drin, sind verschlossen. Einmal Johannesbrotbaum und einmal Kaporkbaum. Das sind jetzt die neuen Sachen. Da kommen wir kurz zu etwas älteren Sachen. Das ist einmal hier das vom 22.10. dieser Botille Breiapfel und hier den von der Schlangenfrucht Salak, den Samen. Die werden wir jetzt weiter vorbereiten. Aber nicht heute, denn ich möchte eure Meinung gerne wissen. Hier ist jetzt einer bei, der ist also schon kräftig im Keimen. Kann man hier vielleicht erkennen. Hier sieht man es vielleicht. Nee, kann man nicht. Doch, da, so kann man es sehen. Also hier kommt die Pflanze tatsächlich schon herausgewachsen. Genauso wie bei der Schlange, beim Salak. Aber das wissen wir ja schon, haben wir ja schon gesehen. Auch der ist hier tatsächlich am Herauswachsen. Ja, worum es geht, sage ich euch dann jetzt gleich. Ist nicht immer ganz so einfach, eine Entscheidung zu treffen. So, wir haben jetzt Kaporg heute und Johannesbrot. Die werden warm gelegt bei uns auf der Heizung, allerdings bei 25 bis maximal 30 Grad. Also nicht direkt auf die Heizung. Da muss man schon mal drunter legen. Da muss man so ein bisschen tüfteln, bis das so geht. So, dann haben wir jetzt von die Salak, Schlangenfrucht. Ja, den Samen, da bin ich mir nicht ganz schlüssig. Also und von der Sapotille. Ein von den beiden Sämlingen, die jetzt gekeimt sind, möchte ich gerne in das Gefäß einpflanzen. Im Prinzip schon, weil es sind ja im Prinzip kleine Sämlinge in dem Sinne, die jetzt schon am Keimen sind. Ich bin mir aber nicht ganz schlüssig. Von daher frage ich euch, welche möchtet ihr, dass wir sie dort hineinpflanzen? Den Breiapfelbaum oder tatsächlich von dem Salak, also den Schlangenfruchtbäumchen in dem Sinne, dann den Samen dort hineinpflanzen? Einen von der Schlangenfruchtbäumchen haben wir ja schon hier hineingesetzt in diesen Baumwollwürfel. Jetzt habe ich allerdings im Internet ein Foto gefunden, darf ich natürlich nicht verwenden, ganz klarer Fall, deswegen zeige ich das auch nicht, wie dieser Samen von dem Schlangenfruchtbäumchen aussieht, wenn die Pflanze herauskommt. Das sieht mega cool aus. Das heißt also, wenn wir ihn jetzt hier hineinpflanzen würden, können wir das natürlich nicht mehr beobachten. Ja, das ist jetzt die Frage, lassen wir ihn in der Tüte drin im Zeber und warten weiter ab, wie er sich entwickelt und beobachten das Ganze gemeinsam. Oder pflanzen wir ihn dort hinein oder aber nehmen wir einen von der Sapotille und pflanzen den dort hinein. Wäre vielleicht interessanter, von den Breiapfel, Sapotille, haben wir natürlich dementsprechend mehrere Samen noch parat. Also das wäre vielleicht interessanter. Ja, und auch die indische Telegrafenpflanze, Pflanzen wachsen richtig cool, zeige ich euch beim nächsten Mal. Ja, man sieht schon, umso mehr Pflanzen man hat, umso mehr Interessen werden natürlich auch geweckt in der Verfahrensweise. Nicht? Wie man welche Pflanzen vom Samen zur Pflanze heranbringt und wo man sie einpflanzt und hast du nicht gesehen, gibt so viele Möglichkeiten. Bei uns natürlich Thema momentan Selbstbewässerung ganz, ganz wichtig, damit wir so viele Pflanzen wie möglich dort hineinbekommen. Was möglich ist, nicht wahr? Damit wir halt das Ganze in der Pflege einfacher haben, weil es schon bei der Menge ist, es muss man sich auch ein bisschen einfacher machen, ist nun mal so. Dann ist das Ganze in der Handhabung auch wesentlich easy. Ne? Man macht viel mehr Freude dran, ist nicht so stressig. Wenn du morgens aufstehst, musst du dich erst um jede einzelne Pflanze kümmern, weil du musst wirklich nachgucken. Ne? Also kannst du nicht morgens aufstehen, erstmal tralala und wegfahren und irgendwann nachmittags wiederkommen und dann guckst du eine Pflanze und denkst, oh, was ist denn hier los? Ne? Also ist dann doch schon bei der Menge, ne, die wir hier haben, ist natürlich auch eine Herausforderung, ganz klarer Fall. Das macht man ja nun auch nicht, wie sagt man, so schön sein Leben lang, sondern das ist eine Sache, die sich entwickelt. Und da muss man gucken, welche Verfahrensweise tatsächlich die einfachste ist in der Anzucht vor allen Dingen. Weil wir haben ja hier keine Gärtnerei. Das sind ganz normale Wohnräume und das dort drin zu praktizieren, ist nicht ganz so einfach. Und von daher, nicht wahr? Machen wir es uns so einfach, wie es irgendwie möglich ist. Und von daher, ja, würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal zum Schluss. Also, pflanzen wir jetzt die Sapotille hier hinein oder pflanzen wir den Salak hier hinein? Ne? Also Schlangenfrucht oder dementsprechend Breiapfel. Beide sind sicherlich sehr interessant zu beobachten im Wachstum und von daher versuchen wir einfach mal, das gleich von Anfang an so zu starten, um das Ganze besser beobachten zu können. Und vor allen Dingen, um etwas mitzunehmen in der Zukunft, wie das dann mit dem Umtopfen funktioniert, mit diesem Blechwurzelsystem. Ne? Das ist immer noch eine kleine Sache, die im Hintergrund steht, wo wir noch nicht
klar wissen, wie es gehen kann, wie es funktioniert und inwieweit die Pflanzen empfindlich sind beim Umtopfen und so weiter und so fort. Also auch das wird mit Sicherheit sehr interessant werden für die Zukunft. Von daher, nicht wahr? Schritt für Schritt ein kleines Stückchen weiter hier im Kanal. Gemeinsam mit euch. Ja, und da das mit der Banane hier so wunderbar funktioniert hat, bin ich natürlich beste Hoffnung, dass es dann dementsprechend mit dem Samen in solch einem System auch ganz einfach funktioniert. Weil bei der Banane ist es auch schon eine Herausforderung, so ein Kindel dann dementsprechend zu vermehren, wachsen zu lassen. In der Erde ist das nicht ganz so einfach. Wir haben gesehen, hier im Selbstbewässerungssystem ist es mehr als einfach. Ist es schon, kannst du bald sagen, kannst du 100% sagen, es funktioniert ganz einfach. Nicht wahr? Von daher. Nun ja, würde ich sagen, warte ich mal auf die Kommentare von euch, wie ihr euch so entscheidet, nicht wahr? Weil es mir dann auch viel mehr Spaß macht, wenn ich ein bisschen Zuspruch in dem Sinne dann bekomme von euch. Ganz herzlichen Dank dafür erstmal schon vorab. So, meine Güte, ist doch mega cool, was hier alles abgeht mittlerweile. So, und schön, dass ich nicht der Einzige bin, der sowas macht, sondern auch andere machen das mittlerweile, nicht wahr? Und von daher finde ich das ganz schön, dann kann ich das da auch so ein bisschen beobachten, was die machen und wie das funktioniert bei denen und so. Das finde ich ganz klasse. So. Jetzt aber Dannys kleine Pflanzenwelt, oder wie heißt sie? Weiß Bescheid. So, okay. Winke, winke, bis ganz bald und nicht vergessen, was gefallen hat, nicht wahr? Oh, das ist so schön. Ja. Ach so, übrigens, die Maus habe ich immer noch nicht gefangen. Nee. Es ist ein Ding, ich habe mir schon eine andere Falle noch wieder besorgt. Die funktioniert auch nicht. Also, das ist so ein schlaues Vieh. Das ist also alter Schwede. Die geht da rein, holt sich das Futter raus und ist wieder weg. Beobachtet habe ich sie dabei noch nicht, auch nicht gefilmt. Das ist ein interessantes Phänomen. Also ich habe schon alles mögliche versucht. Das nächste, was ich jetzt machen werde, ich werde das Futter mal anbinden in dem Käfig, damit sie damit nicht einfach abhauen kann. Wobei ich auch schon Schokoladenstücke reingelegt habe, die so breit waren wie der ganze Käfig. Also sie hätte das gar nicht so rausziehen können. Und wenn, dann wäre der Mechanismus natürlich klappt, ne? Und da wäre die Falle zu gewesen. Lebensfalle wohlgemerkt. Also die muss sich da reinsetzen und da drin genüsslich das auffuttern, ohne den Bewegungsmechanismus zu bewegen. Also es ist ein mega schlaues Tier. Das finde ich schon mega cool. Allerdings habe ich ein bisschen Bammel hier, weil das eine oder andere hat sie schon angenagt an Pflanzen. Und auch an Samen aufgefressen mittlerweile schon. Insbesondere auch die Magnoliensamen. Eine konnte ich retten. Das ist auch ein Ding, ne? Ja, ich habe es bei mir auf dem Schreibtisch stehen gehabt, ne? Neben dem PC. Weil ich sie ja trocknen möchte und damit ich sie nicht so in Vergessenheit gerate, weil die so schick waren, und dachte mir, ach komm, leg's erstmal da hin. Ich war, jo, und dann gestern Morgen waren sie weg. Und eine lag dann auf dem Boden, die konnte ich noch mitnehmen. Retten in dem Sinne. Nun ja, ach, ne? Gehört im Leben halt auch dazu. Was willst du machen? So, jetzt aber. Ciao, ciao. Meine sitzende Fliege auf dem Display. Lol. So, ja, es wird auf jeden Fall spannend weitergehen, insbesondere natürlich mit diesem Selbstbewässerungssystem. Also herzlichen Dank auch dafür nochmal, dass ihr mich darauf hingewiesen habt damals, beziehungsweise ganz bestimmte Personen, nicht wahr? Ich kann jetzt nicht immer einen ständigen Namen nennen, aber ihr wisst das ja, nicht wahr, wer gemeint ist. Es ist eine coole Sache, also eine mega coole Sache. Und das Ganze in größer noch später mal, ja, das wird genial.